Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge unseres Jagged Alliance 3 Let's Plays in der Palzi. Wir sind hier auf dem Flohmarkt von Flohstadt. Passt ja, ne? Flohmarkt in Flohstadt. Wo wir mit insgesamt 14 Legionstruppen zu tun haben, von denen wir ein paar schon eliminiert haben. Wir sind mitten im Zug, das darf man nicht vergessen. Wir sind runter auf 8 Gegner, noch ein Grenadier, das waren ursprünglich 4. Waren es 4 oder waren es 3? Wir hatten 5 Marodeure, 4 Nahkämpfer, ein Scharfschützen und dementsprechend müssen wir auch 4 Grenadiere gehabt haben. Also ein Grenadier noch, 2 Nahkämpfer, 4 Marodeure und den Scharfschützen. Aber leider sind wir auch mitten in unserem Zug und haben insgesamt nicht mehr so viele AP. Flay kann noch, Kalina können wir noch hinlegen oder jemanden pinnen. Rosa hat gerade geschossen, glaube ich, zuletzt. Wir haben noch Steroid. Aber den möchte ich eigentlich nicht näher an den Marodeur ranbewegen. Banz ist noch getarnt. MD ganz im Gegensatz zu MD. Aber MD könnte man noch nachladen und hinlegen. Mit Banz können wir noch jemanden pinnen. Ich gehe davon aus, dass der näher kommt. Das heißt, ich würde den auch pinnen jetzt. So, MD. Michael hier. Nachladen, hinlegen. Aus den Augen, aus dem Sinn. So, das heißt, wir haben hier noch Rosa, Barry, hatten wir 2 Granaten schon geworfen. How can I assist? Für die Blendgranate reicht es leider nicht. Nee, kommt einfach nicht weit genug damit. Und noch eine Stabgranate. Stabgranaten kosten halt 6, die Blendgranaten nur 4. Das heißt, da geht nichts. Wir müssen jetzt mal den Trupp 2 gucken. Kalina hat die Option, einen Marodeur zu pinnen noch. Oder den Grenadier. You have a good shot. My gun is not a magic wand, you know. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, der wird näher kommen müssen. Sie ist andererseits aber auch nicht mehr verborgen und da in einer Hocke hinter einem kleinen Steinchen. Was sind denn Flays Optionen? Flay hat nicht mal mehr Deckung da. Das könnten wir da ändern. Wir könnten ihn aber auch ganz rüber bewegen, dann kann er sich selbst verbinden oder von Barry verbunden werden. Hat nicht mehr genügend AP für einen Overwatch. Observe. One sneaks up on the enemy like so. Barry. Hinhocken. Und dann verbinde Flay mal. Hold still. It is possible for me to bandage you. Flay. I must lie still. Einfach in Deckung gehen. Kalina hier. Kalina, ja, wir hätten den Pin, aber mir wäre es lieber,
du würdest dich hinlegen. Du hast ja doch ein bisschen mehr Deckung hinter dem Stein da. Dann wäre Team 2 durch. Team 1 hat noch, haben wir noch Steroid und Rosa. Wie sind deine Schüsse, Rosa? Der wäre okay, ist aber ganz schön weit. Der wird nicht besser sein. I don't have a good shot. Das ist definitiv der schlechteste Schuss. Target locked. Mir wäre lieb, wenn die weniger AP hätten. Und der ist auch nur verletzt. Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht reichen, um ihn... umzubringen. Könntest ein bisschen was kassieren. Das sehe ich aber nicht so problematisch an. Ready to shoot. Werden marginale Schäden sein. Aber ein Unterleibstreffer mit den ganzen Kisten, die hier rumstehen, nee, das ist mir... Okay. Achso, Tote hat es auf der zivilen Seite auch schon gegeben. Die böse Legion war schuld. Ja, und dann sind wir auch durch. Nee, Steroid haben wir noch. Könnten ihn mit Laufen und Schießen darüber bewegen, wenn wir die Waffe wechseln. Dann schießt er dreimal auf den Marodeur. Aber der Marodeur... Nee, der hat keinen. Am Oberkörper ist er nicht geschützt. Die Entfernung ist nicht gut für die Waffe. Achso, weil im Moment die Schrot ausgerüstet ist. Wechsel mal. Und dann zeig uns mal... Das wäre auch ein guter Einzelschuss an sich. Um ihn erstmal ein bisschen zu verletzen. Nimm ihn. Steroid, du Print, echt. Na, dann leg dich wieder hin. Und dann sind wir durch. But I'm sure I would have been fine. Shoot! Drive those foreigners back where they came from. Ja, da sieht Banz dich aber, mein Freund. So, da kriegt Kalina wahrscheinlich Stress. Nee, Rosa. Oder MD. Bandit und Grenadier bei Kalina. Das war Banz. Das war Banz. What do you want? So, Steroid. Achso, du hast ja nicht die... Ach nee, das ist Banz. Oh. Schwer verletzter Marodeur. Du musst auf jeden Fall in die Hocke gehen. Wie gut wäre Laufen und Schießen? Könntest bis da kommen. Schieß dreimal auf den Kaschuben.
nimm ihn. Anders, schieß nicht auf die Zivilisten, Steroid. Was habe ich gerade gesagt, Steroid? Ich war wieder so vollgepumpt, habe ich nicht realisiert. Ready so, to, MD. Do stuff. Good chance of me, not missing. Der andere wäre mir lieber, weil der Zivilist weiter weg ist. Der ist verletzt, du brauchst auch nur den Oberkörper treffen, mein gutes da. So. Yay! But also kind of not yay? Ja, lad gleich nach. War sehr schön. Ich bin stolz auf dich, MD. Du wirst noch ein richtiger Söldner. Ah, und hier haben wir das Problem. Aber du hast auch mit Sicherheit eine Gratisbewegung. Genau. Steady does it. Der ist genau oder praktisch genau in Reichweite. Ich glaube, der braucht's in den Kopf. Bisschen Belüftung. So. Das heißt, die Seite ist erstmal sauber. Wir haben jetzt noch 5 Gegner. Scharfschütze wissen wir nicht, wo der steckt. Grenadier und Bandit, also ein Nahkampf wissen wir. Das heißt, es fehlt nur der Scharfschütze, ein Nahkämpfer und Marodeur, von denen wir nichts wissen. So, jetzt haben wir natürlich da eine gewisse Situation, die unschön ist. Rosa kann von hier auf jeden Fall einen Schuss bekommen. Das merken wir uns. How can I assist? Gucken wir erstmal Strupp 2 an. Flay. Ist das da Deckung? Dieser Reif? Ja, es ist Deckung. Aber du wärst dann nach da offen, falls von da jemand kommt. Hier ist Gratisbewegung. Angeblich siehst du von... Ah, da ist der zweite Bandit. Okay. Das heißt, die Situation hier ist doch ziemlich kritisch. Aber am kritischsten ist... Der ist der wichtigste. Der ist so nah an Kalina. Yes? Wie gut wäre denn dein Schuss auf... Du hast wie viel Treffsicherheit? 84. Probier mal den Kopfschuss. Der wird schießen. Macht dabei seine Deckung kaputt. What next? Hello. Barry. Bei Barry jetzt die Überlegung, ihn ranbewegen. Nee, aber der wird da nichts reißen können. Für die Blendgranate da ist er zu weit weg. Waffenwechsel aus dem Inventar. Hat er im Inventar überhaupt noch eine andere Waffe? Lohnt nicht, nein. Na gut, er hätte den Peacemaker noch. Mit 20er Reichweite. Aber es würde 3 seiner AP fressen. Yes. Acknowledged. Schwer verletzt. Kriegen wir den weg? Rüstung wird durchbohrt. Die Reichweite ist ganz schön weit weg. Da mag ich eigentlich keinen Kopfschuss riskieren. Treffsicherheit 81. Ne, nimm mal nur den Oberkörper. Ausreichend. Sehr schön.
Flay. Flay könnte noch pinnen. Der Bandit ist gefährlicher. Yes? Kalina sieht aber den... We should do it. Und der ist ja sowas von in Reichweite. Treffsicherheit 80. Gib ihm mal einen Kopfschuss. Ja, Kalina. Dann gib ihm wenigstens einen Pin. How can I assist? Also bei Barry überlege ich, ob ich ihn nach da ziehe. Und dann eine Blendgranate spendiere für den Banditen. Von der Reichweite her sollte das eigentlich klappen. Blendgranate kostet auch nur 4. Gefahr ist halt... Wir wissen nicht, wo der Scharfschütze ist und es fehlt ein Marodeur. Das heißt, an sich wäre die Position besser. Oder komplett nach da. Das ginge auch. Da bist du auf jeden Fall ran. Aber wenn das mit der Blendgranate nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle... Verursacht unterdrückt. Reduziert die Energie des Ziels. Wirft Einheiten im Zentrum zu Boden. Das, also dieses gerade auf den Boden werfen und dann... Aber wenn es nicht klappt, dann kommt der Nahkämpfer und gibt ihm. We have agreement. Und der müsste doch jetzt eigentlich direkt im Zentrum sein, so wie ich das sehe. Hau raus. Unterdrückt, müde und zu Boden gegangen. Müde, minus 1 maximale AP, unterdrückt, minus 4 AP, er ist zu Boden, das heißt, er müsste erst aufstehen. Ist erstmal ganz okay, ich gebe dir jetzt noch ein Festnageln von Flay. Dann wäre der Trupp durch. Bans. Keine Ziele. Dann tarn dich als erstes Mal. Und fang an, dich langsam in die Richtung zu bewegen. MD present. MD auch wieder verbergen. Du kannst dich mal in die Hocke. Ja. Steroid kann sich nicht verbergen. Würde ich in die Richtung weiter bewegen wollen. Aber in die Hocke gehen noch. Und dann ist da noch Barry. Ach, der kann sich ja mit Gratisbewegung jetzt wieder von dem Fritzen entfernen, ne? Im Moment steht er aber. Die Optionen sind nicht gut. Hier könnte er sich nicht mehr hinhocken. Hier könnte er, wäre ein bisschen weiter von dem Banditen entfernt, aber unter Umständen in der Schusslinie. Von dem Pin. Ich bewege ihn nach da. Auch wenn er da nicht wirklich Deckung hat. Und dann sind wir durch. I will take the fight to them! So, der musste wieder aufstehen. Der hat nicht viel gemacht, die Blendgranate. Okay. Das ging ja gut, würde ich sagen. Oui. Flay. Got a view to a kill here.
keine gute Reichweite. Wie sieht denn das da aus? Da ist die Reichweite deutlich besser. Aber du sagst nein. Computer sagt nein. Okay, rosa. Erstmal gratis Bewegung nutzen, um ein bisschen näher zu kommen. Aiming. Du durchschlägst die Rüstung. Dann hau raus. Du würdest sogar noch einen rausbekommen. Das wäre aber ein Lucky Shot. Nimm ne trotzdem. You could not hit me if you tried 1000 times. Yes? Kalina. You have a good shot. Also wenn du den Kopfschuss versammelst, meine... Was ist denn mit dem Spiel los hier? Buns. Wie ist die Reichweite? Du musst auf jeden Fall 2 R3 rein. 1, 2, 3. Looking for stealth kill position. Nee, reicht nicht. Reicht immer noch nicht. Jetzt reicht good es. Ambush position. Schwer verletzt. Das ist alles nicht gut genug, Leute. I will try to remain hidden. I will try to remain hidden. Das ist nicht gut genug. Oh, I actually managed to sneak up on someone. Ja, versuch's einfach, MD. Ja, du hast das Fass getroffen. Das ist genau das, was ich haben wollte. Also dieser Zug läuft nicht gut. I should be working out. Very ungern. Wir haben eh nur noch wenig Optionen. Ne? Flay, der sich noch ein bisschen zurückziehen kann. What next? I should be working out. Steroid ist hier komplett überflüssig. Wir müssen Steroid reinbringen. Wir brauchen jemanden, der Kugelfang spielen kann, gegebenenfalls. Moving! We must be well groomed for battle. Oil up those muscles! So, der ist müde. Mit der Knarre wirst du keine guten Karten haben. Du hast keine andere Knarre im Inventar, außer der Peacemaker. Wenn wir die Peacemaker jetzt ausrüsten, kostet das 3. Hätten dann den mobilen Schuss. Wir könnten auch gnadenlos mit der wo wir hier schießen, um gratis Bewegung zu bekommen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Außer das halt hier. Es geht halt erstmal nur um die gratis Bewegung. Jetzt so, jetzt haben wir die gratis Bewegung.
Und eigentlich will ich ihn weghaben von den Banditen. Hier wäre jetzt Gratisbewegung. We have agreement. Ich habe mir das doch gerade überlegt, dass mir der Kerl da bei Kalina nicht gefällt. Das wird aber nichts werden. Wir könnten theoretisch... Der ist schwer verletzt. Und bevor mir Kalina da irgendwie zu viel kassiert... Spendiere ich die Granate. Explosive! I see you are capable of learning. Und dann musst du aber auch wieder Wächter. Die Frage ist, wohin bekommen wir dich? Oui. Flay hat noch zwei. Den würde ich auch zurückbringen. What do you want? How can I assist? MT hat noch einen, da geht aber nichts. Hier jetzt die Gratisbewegung plus ein AP noch. Nach da. Oder nach hier. Nach hier scheint mir besser zu sein. Da hier Banz und Rosa sitzen. Deckung ist nicht gut, aber lauf nach da. Das war insgesamt ein Zug, der hat aber nicht viel machen können, der gute Freund da. Das war dann ja halb so wild, so Kalina. Jetzt geh aber mal in die Hocke wieder. Oh, die siehst ihn trotzdem nicht. Das ist immer noch Gratisbewegung. Wo hört denn die Gratisbewegung auf hier? Kriegen wir den weg? Ich bewege dich nach hier, da hast du zumindest ein bisschen Deckung. Und es wäre sehr, sehr toll, meine Liebe. I have the villain in my sights. Wenn du es nicht versaust. Okay, Blutung. Ja, ich hab's wieder vergessen, muss ich gestehen. Flay, wie weit kommt Flay? Nicht weit genug, um sie zu heilen. Hallo. Sie könnte sich aber wahrscheinlich selbst noch zusammenpflastern, ne? Dann macht das. Mit deinen zwei Pünktchen kannst du sonst sowieso nichts anstellen. Hm. Flay. No, I do not have the shot. Du brauchst 9. Das heißt, du kannst dich 2 bewegen. Das kostet alles 1. Das wären schon 3. Dann geh mal dahin. What do you want? Bevor der aber zurückschießt und Barry da keine Deckung hat. Von wo erwarte ich die letzten Gegner? Erstmal Gratisbewegung nach da. Dann den Schuss mit Flay nehmen. Yes. Ready to shoot. Also du bist ja maximal gezielt schon. Es ist niemand im Schussfeld. Der ist fast tot. Rüstung wird durchschlagen. Das war nix, Rosa. Darfst aber nochmal. So, es sind aber immer noch Feinde Hello. Aktiv. Das heißt, wir müssen jetzt aktiv anfangen, auch nach Deckung zu schauen. Barry
ist das Deckung? Er zeigt nichts an. Ja. Steroid. Be quiet now. Geh erstmal nur noch da. Hello. Barry kann sich auch tarnen. You become hard to see. Dann geh mal dahin. So, wir haben keinen Scharfschützen hier auf der Seite. Doch, Michael MD. Here. Die muss nachladen. Auch hier wieder verbergen. What next? Bands verbergen. Und schon mal nachdringen. Trying to be quiet. MD hier hin. Going. Still undetected. Nee, das bietet keine Deckung da. Dann bleibt da stehen. I am seeking cover. Geh einfach in Deckung. Ja. Steroid. Auch in Deckung gehen. Und Team 2 sind wir durch. Dann gucken wir mal. Wir müssten jetzt ja nur noch zwei haben, ne? Ein Scharfschütze, ein Marodeur. Ja. Ja, und wie es weitergeht mit dem verbleibenden Scharfschützen und dem Marodeur, das, liebe Leute, dann erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei und wie immer würde ich es begrüßen, wenn ihr daran denkt, Like und gegebenenfalls ein Abo dazulassen. Bis dann, euer Palzi.